Und dann könnt ihr hier auch den Schmelzofen angreifen. Der Feind ist unter uns, Männer! So, dann passiert dir doch endlich mal was nach einer halben Stunde. Und noch einer ist übrig. Dann haben wir das Lager hier schon mal eingenommen und können das für uns verwenden. Naja, verjagt noch nicht. Haben wir jetzt erstmal hier den Vorposten eingenommen. Ist schon mal der erste kleine Sieg. Von daher... Da ist auch nochmal so ein Lager. Das könnt ihr euch gerne mal holen. Und wir holen uns hier als erstes natürlich die Verteidigung. Und bauen dann hier lauter Gehöfte hin. Damit wir dann, falls wir nachrüsten müssen, das auch ganz gut können. Oh, hier sind ganz viele Gegner. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo der Gegner ist. Genau, haut die hier einfach mal alle platt. Was ist denn hier oben noch? Ah, da ist auch nochmal so ein Lager. Sagt ihm, Faramir sendet ein mächtiges Geschenk. Ja, hier die Türme leisten schon mal ganze Arbeit. Wenn dann nur so ein kleiner Trupp kommt, dann können die den schon gut auseinandernehmen. Dann räumen wir hier doch mal ordentlich auf. Sie kommen nicht aus dem Norden. Das Gehöft ist fertig. Und bauen hier dann auch nochmal ein Gehöft hin. So, von da kommt der Gegner. Ich würde den Ring nie verwenden. Selbst wenn Minas Tirith die Vernichtung droht und ich alleine es retten könnte. Zum Angriff! Wenn er von hier kommt, muss es ja in die Richtung weitergehen. Ich denke nun... Macht euch kampfbereit! Macht euch kampfbereit! Da läuft auch was. Was sind nur so Holzfäller? Unsere Feinde haben das Land besetzt. Los, Soldat! Bewegung! Ah ja, hier kommt was. Macht euch bereit! Macht euch bereit! Kommt, hier kommt ein ganz schön großes was. Ah, klassisch. Einfach klassisch auf der Furt am Kämpfen. Es heißt ein dunkler Schrecken aus den Impässen oberhalb von Minas Morgul. Macht euch bereit! Bleibt wachsam! Zum Angriff! Wir haben das Lager des Feindes gefunden. Haben wir? Na, noch nicht ganz. Der Feind ist unter uns, Männer! Gucken wir mal, ob wir das wirklich finden. Ihr dürft gerne etwas näher kommen, ne? Also ist ja nicht so, dass ihr da stehen bleiben müsst. So, jetzt haben wir sie doch hier gleich alle zurückgeschlagen. Fast.
der Trupp, den er meint, uns entgegensetzen zu können. Scheint nicht viel genutzt zu haben. Sagt ihm, Fahrer mir sendet ein mächtiges Geschick. Nur hinzukommen, der verbotenen Weiher zu betreten, schließt die Todesstrafe an. Sie haben angegriffen! Das da oben nehmen wir jetzt auch gleich noch auseinander. Orkverbände setzen auf dem Fluss über. Soldaten, bereit machen! Attacke! Soldaten, Gondor! Und ihr nehmt hier schon mal das, fangt schon mal an, das Lager hier auseinanderzunehmen. Sagt ihm, Fahrer mir sendet ein mächtiges Geschenk. Und wir setzen hier noch ein Gehöft hin. Und klauen ihm halt wirklich so nach und nach die Ressourcen. So, ich hoffe, ich habe so einen großen Teil erwischt. Hier ist auch nochmal was. So. Dann dürft ihr gerne schon mal die Zitadelle platt machen. Den Stalagniten wollte ich fast schon sagen, aber das stimmt ja nicht. Das ist totaler Blödsinn. So. Ich glaube nicht, dass die Dunkelheit. Und das hier noch. Ja, guck du nur, wie dein Zeug niedergeht. Ich meine, hier den Hof angreifen zu können. Den Vorposten müssen wir natürlich auch bauen, damit er hier nicht meint, sich wieder hinpflanzen zu dürfen. Und was mir dabei einfällt bei der Länge, die wir jetzt schon gespielt haben, speichere ich doch mal. Ist vielleicht gar nicht so blöd, dann ist es nicht so schlimm, falls das Spiel abschmiert, was ich nicht hoffe, was aber eben schon mal passiert ist. Ne? Das darf man nicht vergessen und dann speichere ich doch lieber mal. So, ihr könnt hier gerne schon weitermachen. So, von hier kommt er, da ist also, dürfte dann das nächste große Lager sein. So. Genau, da ist das Lager. Und jetzt kann nur noch sein, dass er an den Seiten oben und unten was ist an möglichen Lagern. Ach, das sind ja doch noch Bogenschützen, aber naja. Die brauchen wir jetzt nicht zwingend. Wir werden angegriffen. Wir haben ein neues Gehöft. Das Gehöft ist fertig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, das hier oben greifen sie auch schon wieder an. Immerhin sind das jetzt so leichte Bogenschützen, dass die keine Feuerpfeile mehr haben. Weil das Geld einfach dafür nicht hat. Ich glaube nicht, dass die Dunkelheit. Seid bereit! Macht euch bereit! Er geht dann doch lieber auf die Masse als auf die Qualität. So, das hier machen wir schon mal grün. Osgiliath wurde überrannt. Dürft ihr oben gerne nochmal schnell sauber machen. Aber die machen ja kaum Schaden, das ist ja lächerlich. Lächerlich. Ganz schön lächerlich. So, und bevor wir uns hier irgendwelchen Türmen oder ähnlichem annehmen. Hola.
greifen wir erstmal da an. Und nehmen das hier bitte ein, die Ork-Grube. Was gibt es Neues? Ihr könnt gerne mal von hier oben kommen und... da seid ihr. Da sauber machen. Hier von der Seite aufräumen dann, ne? Die einen von der einen, die anderen von der anderen Seite. Wo lauft ihr denn hin, sag mal? Müsst ihr euch so nah da vorstellen, um den Turm platt zu schießen? Kann es ja auch irgendwie nicht sein. So, die können sich schon mal angreifen. Genau. Und das hier könnt ihr angreifen. So, hier haben wir mal wieder ein bisschen Heilung gleich für die alle. Ich weiß gar nicht, wer mal auf braucht mehr. Hier, die stehen noch ganz wacker. Die können aus meiner Sicht doch durchaus was gebrauchen. So, viel steht hier nicht mehr. Und dementsprechend dürfte es mit dem Lager hier auch zu Ende gehen. Die Metzeln jetzt noch so, wie sie lustig sind. Das sind ja alles hier nur so Holzbaracken, wenn man so will. Nur hier zu kommen, den verbotenen Weiher zu betrachten, schließt die Todesstrafe an. So, ich glaube, das dürfte es gewesen sein. Nein? Okay, dann sind noch ein paar Lager da. Aber wir nehmen das hier trotzdem mal ein. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wo der sich noch rumtreibt. Also er greift hier immer wieder an oder immer noch. So, das hier nehmen wir erstmal ein und wir schicken euch mal hier hin. Und ihr könnt mal gucken, was es da so gibt. In der Zeit bauen wir hier alles voll mit Gehöften. Na, wieso läuft ihr nicht weiter? Ah, weil ihr nicht könnt. Okay, ich hab mich schon gewundert. Und so. Dann machen wir noch entsprechende Verteidigung. Braucht man zwar nicht dringend, aber... Komm, Katapult-Upgrade machen wir da auch mal hin. Nanu. So. Und hier noch. Und hier noch einer. Und hier nochmal ein Katapult. Und hier machen wir die Tür noch zu. Damit er nicht auf einmal Besuch vor der Tür steht. Ah, das siehst du hier, ist noch eins. Aber das scheint hier nur ein Ressourcenlager zu sein. Weil irgendwas zum Einheiten bauen sehe ich jetzt nicht. Die gehen wir gleich mal besuchen, wenn wir hier fertig sind. Ich glaube nicht, dass die Dunkelheit andauern kann. Soll ich schießen? So. Ja, schieß bitte. Bitte lass schießen. Der Feind! Entdeckung, Männer! Sie greifen an! Meister Gondors. Was erfährt? Soldaten! Zerstört Soldaten Gondors! Ich würde den Ring nie verwenden. Selbst um Minas Tirith die Vernichtung droht und ich alleine es retten könnte. Und, na, bevor die das hier wieder aufbauen können, jawohl. Jetzt kann er erstmal das hier wieder alles einreißen. Es
geht dann auch schön schnell. Und alles andere, was hier noch steht. Na, hat es geöffnet noch ein bisschen? Ja, ja, das hat noch. Das heißt, wenn wir uns gleich hier nach oben bewegen, falls da noch ein Lager ist, dann gehen wir da mal eben vorbei. Machen den mal ein bisschen auf die Rübe. So. Wir haben den Feind vernichtet. Ist das so? Jetzt haben wir ihn vernichtet, okay. Schön. Hätten wir die Mission auch geschafft? Dieser Sieg wird unvergessen bleiben. Und dann werde ich daraus wahrscheinlich 3 Folgen mit dir 15 Minuten machen. Ich denke, das passt sehr gut. Es war jetzt diesmal nur eine kleine Aufnahmesession. Aber für mehr war jetzt auch gerade nicht Zeit. Deswegen war das ganz gut. Ich wollte mir eine Stunde Zeit nehmen und 45 Minuten hat es gedauert. Passt also wunderbar. Und wir tragen natürlich wieder einen Gesamtsieg davon. Und ja, haben auch das Gebiet zurückerobert, den Scheideweg. Und sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dann. Tschüss.